Hallo und herzlich willkommen bei Invest and Grow. Mein Name ist Christopher und in diesem Video spreche ich über das aktuelle Tier-Up, was ich bekommen habe, auf Tier 10.000. Ansonsten gehe ich noch auf eine Frage ein, die mich in der Invest and Grow Community-Gruppe auf Facebook erreicht hat. Danke Sascha nochmal dafür. Ich lese sie auch gleich mal vor. Und ansonsten gebe ich dir noch ein paar Insights in meinen Account, in meinen MBA-Account. Zwar, ich habe wieder viel getestet, gerade im letzten Monat und auch in diesem Monat. Und ich habe ein bisschen was zu berichten, was dir wahrscheinlich gefallen könnte oder was du auch mal testen könntest. Und ja, bleib auf jeden Fall dran. Dann springen wir jetzt direkt mal in meinen Account rein. Und dann sehen wir auch schon hier oben links, ja, Tier 10.000. Ich bin jetzt Merch Level Trendsetter. Genau, ich kann jetzt 10.000 Designs online haben und insgesamt sage und schreibe 660.000 Produkte hochladen. Am Tag darf ich jetzt 600 Produkte hochladen. Das waren vorher 480, jetzt mittlerweile 600. Ja, mittlerweile habe ich auch 1860 Produkte mit Verkäufen. So, ansonsten, ja, der Monat, der entwickelt sich so ein bisschen, ja, schleppend, sage ich mal. Ja, so ein kleiner Tipp hier, Japan. Ich nehme mittlerweile 1000 Yen für den Verkauf von einem Design. 1000 Yen kannst du dir vorstellen, es sind in etwa 7 Euro. Genau, also ziehe hier definitiv auch so ein bisschen die Preise an. Die Japaner sind größtenteils nicht arm. Ja? Also die können das verkraften. Die bezahlen auch gerne 7 Euro für ein T-Shirt. In die Analytics. Nein, Moment, wir springen zuerst zu der Frage. Und zwar, Sascha, du hast mich gefragt, folgendes. Ich lese vor. Wie wichtig sind Tier-Ups durch das neue System, vor allem ab T4000 aufwärts? Weil 4000 Unique Designs muss man erstmal erstellen. Und wenn man dann noch alle Produkte und Marktplätze bespielt, hat man ja extrem viele Produkte online. Ja, und jetzt möchte ich so ein bisschen auf meine, ja, Pro- und Contra-Liste eingehen. Zwar, ich habe mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht dazu, zu dieser Aussage. Gerade so ab T4000, du siehst auch hier bei mir in T10.000, ich kann 660.000 Produkte online haben. So, das ist eine Menge. Das, also vor einem Jahr waren das auf T10.000 noch 10.000 Produkte. Und jetzt sind es einfach mal 660.000 Produkte. So, einfach nur mal so den Vergleich, da sich eben durch das System das alles gedreht hat, dass jetzt sozusagen der Cap, also wir werden begrenzt durch die Designanzahl und die Produktanzahl, die können wir fast gar nicht ausreizen. Also nicht mit diesem Upload-Limit. Ja? Also da bräuchte ich eine immens lange Zeit, um hier wirklich alles zu füllen an diesen Slots. So, also kommen wir zu meiner Pro- und Kontraliste. Und zwar das Offensichtlichste, was so auf der Hand liegt, der Markt wird einfach geflutet. Ja? Also sämtliche Designs, die ich jetzt hochlade oder auch Produkte, die ich hochlade in den verschiedenen Kategorien und Nischen, die gehen einfach viel mehr unter. Ja? Es kommen auch richtig viele Produkte aus dem amerikanischen Markt rübergeschwappt auf den deutschen Markt, einfach übersetzt, automatisch übersetzt und auch verschiedenste Produkte. Wird alles so beflutet. Das heißt, meine Designs, die, also auch meine deutschen Designs auf dem deutschen Markt, die rücken immer weiter nach hinten. So, es braucht also ein bisschen Anlaufzeit, bis sich das Ganze wieder so ein bisschen akklimatisiert. Denn diese englischen Designs, die werden nicht gut gekauft auf dem deutschen Markt. Das ist meine Erfahrung. Denn viele Deutsche haben so ein bisschen Berührungsängste oder können eben nicht so gut Englisch. Wie eben andere Länder wie Frankreich, Italien, Spanien. Also es gibt da auch wahrscheinlich ein paar Regionen, da sprechen die sehr gut Englisch. Es gibt auch in Frankreich oder Italien gibt es auch Regionen, gerade in den nördlichen Regionen, hin zu Deutschland, wo die auch Deutsch sprechen natürlich. Aber am Ende hast du eine größere Reichweite, wenn du wirklich englische Designs hochlädst, ganz allgemein. So. Das heißt, der Markt wird immer weiter geflutet durch weitere Produkte, durch nicht wirklich mehr Designs, sondern einfach nur durch die Produkte natürlich. So. Ja, der nächste negative Punkt für mich lautet, dass wirklich auch richtige Schrottdesigns auf sämtliche Märkte hochgeladen werden, also auf sämtliche Produkte. Ja? Also dieses Schrottdesign, das hast du vor einem Jahr vielleicht noch einmal gesehen auf einem Standard-T-Shirt. Und jetzt siehst du dieses Schrottdesign nicht nur auf dem Standard-T-Shirt in Amerika, sondern du siehst dieses Schrottdesign jetzt eben auch auf dem Popsocket. In Deutschland zum Beispiel. So, und das ist definitiv ein Nachteil, das sehe ich als Nachteil. Genau. So, jetzt komme ich aber mal zur Pro-Seite. Und zwar überwiegt für mich so ein bisschen die Pro-Seite. Der erste Punkt,
Punkt, der für mich auf der Hand liegt, ist, dass ich natürlich mehr Produkte zur Verfügung habe. Das heißt, ich kann auch meine Reichweite erhöhen. Ich brauche nicht mehr ganz so viele Designs wie damals, um wirklich ein gewisses Einkommen zu generieren. Da spielt eben auch wieder der Ad-Zugang eine wichtige Rolle. Aber mittlerweile haben ja alle ab T100, so nach meinem Kenntnisstand, einen Ad-Account. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Nutz ihn weise und verballer dein Geld nicht sinnfrei, sondern werte auch wirklich deine Daten aus, die du damit kaufst. So, das war nur so ein kleiner Exkurs. Ansonsten, ja, es sind weniger Designs wichtig oder notwendig, um wirklich ein gewisses Einkommen aufzubauen. Du hast natürlich über sämtliche Marktplätze, über sämtliche Nischen viel, viel mehr Möglichkeiten, jetzt insgesamt auf MBA zu verkaufen. Ja? MBA erleichtert dir es auch in diesem neuen Tiersystem sozusagen und gibt dir Hilfestellung mit den automatischen Übersetzungen. Und du kannst hier deine Spielwiese jetzt wirklich ausnutzen und sagen, okay, ich teste jetzt mal das und das Produkt auf dem und dem Marktplatz oder die und die Nische auf dem und dem Marktplatz. Und es schränkt dich nicht mehr so krass ein wie damals, weil damals, wie gesagt, war ein Slot, so, und jetzt ist ein Design-Slot irgendwie, ja, 50 verschiedene Produkte. So, also nur mal gesponnen, eigentlich ist es noch ein bisschen mehr. Und genau, also wenn man alle Marktplätze zusammennimmt. So, das heißt, du hast viel, viel mehr Möglichkeiten und mit den Möglichkeiten kommen natürlich auch deine Chancen. Und nur wer wirklich Chancen wahrnimmt, der erfährt auch irgendwo Glück oder Erfolg. So, das heißt, verschließ deine Augen nicht davor und sag, ja, es ist alles blöd durch das neue Tiersystem. Da macht es eigentlich wenig Sinn, irgendwie neue Tierstufen zu erreichen. Und weil wir können eh alle super viele Produkte hochladen. Ja, das ist am Ende so. Auch andere werden sehr viele Produkte hochladen. Umso wichtiger ist es, dass du jetzt wirklich am Ball bleibst und weiter Produkte hochlädst. Dass du jetzt auch wirklich konsequent weiter hochlädst und jeden Tag hier deine Produktslots ausnutzt. Ja, das versuche ich auch. Ich schaffe es nicht immer zu 100%, aber ich versuche es wirklich zu 100% hier meine Produktslots jeden Tag auszureizen. Und somit habe ich jetzt ja schon die Möglichkeit, 18.000 Produkte im Monat zu veröffentlichen. Ja, also das ist eine immense Anzahl und Amazon zeigt uns da auch schon ein bisschen den Weg, was so alles möglich ist. Und wir sollten es definitiv nutzen und als Chance sehen, nicht als Risiko. Risiken gibt es immer, du möchtest Unternehmer sein, du möchtest Geld verdienen, du bist in der freien Marktwirtschaft und sieh diesen Amazon-Marktplatz eben als einen freien Markt an. Ja? Hier gibt es einen Konkurrenzdruck, das ist wichtig, dass sich die Designqualität verbessert, dass Amazon auch wirklich eine höhere Kundenzufriedenheit erlangt, sage ich mal, oder erwirtschaftet. Das ist sowieso immer im Mittelpunkt von Amazon gewesen. Das heißt, auch die Kunden, die dürfen kostenlos zurückschicken und die Sachen einfach mal probieren und was nicht passt und kostenloser Versand und also diese ganze Zalando-Mentalität. Amazon macht das sehr geschickt und versucht sozusagen auch die Akzeptanz der Kunden zu erhöhen, dass immer mehr Kunden wirklich auf diesen Marktplatz kommen und hier auch einkaufen und sozusagen auch diese Quereinkäufe machen. Also, dass die, wenn die jetzt Blumenerde suchen, nicht nur Blumenerde kaufen, sondern vielleicht noch das Gärtner-T-Shirt dazu kaufen. So, im Idealfall. So, das heißt, du hast hier wirklich extrem viele Möglichkeiten, gerade durch den Ad-Account auch sehr viele Möglichkeiten. So, und jetzt denke ich, habe ich das eigentlich grundlegend ganz gut abgedeckt, meine Pro- und Kontra-Seite. Wir können uns definitiv unten noch ein bisschen unterhalten. Und jetzt komme ich noch zu dem Tipp, was ich so jetzt in den letzten 30 Tagen so ein bisschen mitgenommen habe. Und zwar, ich habe ja auch schon erzählt, dass ich jetzt mittlerweile die Pullover-Hoodies für 39,99 hochlade. Und jetzt in diesem Monat, also dieser Monat, heute ist der 18., in diesem Monat habe ich allein schon, tada, 15 Hoodies verkauft. Und diese Hoodies, die sind jetzt alle auf 39,99. Das heißt, es ist richtig, richtig viel Geld, was ich mittlerweile damit verdiene. Und was ist jetzt eigentlich der Tipp? Ja, nimm definitiv mehr Geld für deinen Pullover-Hoodie. Also steig nicht unbedingt bei 34,95 ein, sondern mein Tipp ist, steig bei 39,99 und 39,95 ein, egal auf welchen Marktplatz, ob das US ist, ob das DE, Spanien, Frankreich ist. Du kannst es überall probieren. Ich bin jetzt sehr erfolgreich auf dem deutschen Markt. Wenn du das Budget hast, das Werbebudget, dann geh definitiv auf Pullover-Hoodies. Setz die Preise hoch, es tut dir nicht weh. Und wenn du das Budget hast, diesen Snowball schon aufgebaut hast für dein Werbebudget, dann biete direkt
auf die, also dann schalte direkt automatische Kampagnen erstmal für die Pullover-Hoodies. Kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Es bringt was. Es bringt dir erstens Verkäufe. Es bringt dir Daten über die Werbung und du bist relativ, du hast ein größeres Spielfeld, sage ich mal. Du bist nicht so knapp bemessen mit den Bits, nicht wie bei einem T-Shirt, wo du manchmal gucken musst, okay, 2,39 und hier, sondern bei den Pullover-Hoodies, da kannst du wirklich auch mal richtig mehr bieten und mal schauen, wie funktioniert das eigentlich für mich. Das finde ich sehr, sehr anfängerfreundlich und das kannst du dann auch so ein bisschen adaptieren auf das T-Shirt, wobei eben beim T-Shirt normalerweise die Marge ein bisschen geringer ist. So, und jetzt bin ich hier nochmal ein bisschen weiter runtergescrollt. Und hier ist eine kleine, ja, ich habe das schon mal auf Instagram und auf Facebook veröffentlicht. Ich habe wieder meinen Winner aus den letzten Jahren, habe ich wieder ein bisschen aktivieren können. Und der hat sich jetzt allein in den letzten 17 Tagen 110 Mal verkauft. Ja, das ist mein Winner, da freue ich mich super. Das sind mittlerweile 533 Dollar und das komplett in den USA. Ja, spielt natürlich alles zu Halloween mit rein. Ansonsten ist das wirklich mein einziger Winner, sage ich mal. Der kommt wirklich jedes Jahr. Nur dieses Jahr habe ich es wirklich ein bisschen mehr ausgereizt mit der Werbung. Und hier bin ich ein bisschen offensiver. Es funktioniert sehr gut. Ich habe einen sehr guten Akkus. Ich habe hier, glaube ich, inzwischen drei verschiedene Kampagnen drauflaufen. Und ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Und das hat mir auch gezeigt, dass sich wirklich solche Produkte oder solche Designs über die Zeit immer noch weiterentwickeln. Das heißt, die kommen vielleicht zu einer gewissen Jahreszeit, aber die kommen immer wieder. Die kannst du immer wieder reaktivieren. Durch die automatische schalt die nie wirklich ganz ab, sondern geh einfach mit den Bits runter, genau wie mit den manuellen Kampagnen. Die Bits ein bisschen runter. Und dann funktioniert das auch nächstes Jahr wieder wesentlich besser. So. Weil somit zerhaust du dir die Kampagne auf jeden Fall auch nicht. Ja, wie wichtig ist dir noch das Tier-App-System? Lass uns darüber gerne unten in den Kommentaren diskutieren. Stell mir deine Fragen zu dem Thema oder vielleicht auch zu einem anderen Thema. Ich beantworte alles so schnell wie möglich. Und ansonsten, ich wünsche dir gute Verkäufe und noch einen entspannten Tag. Bis dahin, tschüss.